Hallihallo meine Hübschen und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Heute habe ich ein Video, das sehr wichtig ist, das mir vor allen Dingen am Herzen liegt, da ich so ein bisschen in dem Thema auch vor allen Dingen mit drin bin. Es fällt mir sehr, sehr schwer, wie ich dieses Thema beschreiben soll, wie ich das rüberbringen soll. Also please have patience with me. Heute geht es um die Pride Box, also Mystery Box von Purish, die in Zusammenarbeit mit Maxime Giacomo entstanden ist. Wie ihr wisst, es ist Pride Month und deshalb soll auch die Box in diesem Thema sein. Und er hat sich da echt viele Gedanken gemacht. Und letzte Woche hatten wir einen Videocall mit Maxime. Da wollte er uns in seinen Worten nochmal die Box erklären, die Hintergründe zu der Box erklären. Und das Ganze war eine sehr schöne Erfahrung, war aber auch so ein bisschen, also kurzzeitig ist einem da ein bisschen die Stimme weggeblieben, was Maxime da so erklärt hat. Und ich fange jetzt einfach mal ganz vorne an. Also wie gesagt, das ist Pride Month. Die Box unterstützt vor allen Dingen die LGBTQ+ Community und es sind fast ausschließlich, glaube ich, Marken dabei. Ja, also auf jeden Fall, es sind keine Problematic Friends dabei. Und das war mir sehr, sehr wichtig. Ich hatte dann auch gleich eine Frage gestellt, ist der und der dabei? Zum Glück nicht, weil damit hätte ich tatsächlich jetzt ein Problem gehabt, wie ich das Ganze auch umschreibe und ein Produkt dann eigentlich weglasse. Ist zum Glück aber nicht mit drin. Fand ich einen super Move von Maxime, dass er gesagt hat, nein, ich will keinen Problematic Brand dabei haben. Und ja, also die Hintergründe zu der Box sind natürlich, Maxime und Purish wollten zusammenarbeiten und haben sich gedacht, sie arbeiten an einer Mystery Box zusammen. Und da dann Pride Month ist, arbeiten sie an dieser Box zusammen. Maxime hat einen Verband, den er unterstützt. Das ist der Bundesverband Trans. Und ich hoffe, ich weiß nicht genau, was ich jetzt alles so sagen kann, wie ich das sagen werde, vor allen Dingen wegen YouTube, dass das Video nicht einfach runtergenommen wird vom Kanal quasi. Auf jeden Fall, der Verband setzt sich für die gesamte LGBTQ+-Community ein und vor allem das Augenmerk auf Trans-People, denn vor ein paar Jahren noch gab es das Gesetz, das, ja, wie sage ich das jetzt, also, weiß echt nicht, wie ich das sagen kann, also für alle Transmenschen gab es ein Gesetz, wenn man das Geschlecht gewechselt hatte, musste man zwangssterilisiert werden. Und da hat es bei mir so Bing gemacht. Davon habe ich noch nie etwas gehört, das habe ich noch nie mitbekommen. Und ich habe wirklich nicht geglaubt, dass es so etwas gibt. Und vor allen Dingen ist es gar nicht so lange her. Ich weiß leider nicht mehr genau die Zahl, die er gesagt hat, aber es könnte 2011 gewesen sein. Und das war so ein bisschen... Okay, are you kidding me? Und dieser Verband setzt sich vor allen Dingen für diese Menschen ein. Und Maxime hatte vor allen Dingen bei dem Shooting für die Kampagne der Box auch eine Begegnung, die ihn auch so ein bisschen mitgenommen hat. Und deshalb fand ich das halt sehr, sehr gut, dass Maxime das uns nochmal in seinen Worten, wie gesagt, erklärt hat. Purish spendet 5 Euro pro verkaufter Box an den Verband und Maxime verzichtet zum Beispiel auch komplett auf seine Gage. Soweit ich das verstanden habe, geht von ihm alles dahin. Ich werde an den Verband spenden. Ich glaube auch ganz viele andere von unseren Creatoren werden das auch tun. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da vorbeischaut bei dem Verband. Wie ihr wisst, meine beste Freundin ist lesbisch und ich hatte... Also genauso wie Maxime, er hat auch gesagt, er hat das große Privileg, in Anführungszeichen, so blöd das jetzt klingt, als schwuler Mann zu leben ohne Probleme. Also er hatte noch nie eine schlechte Erfahrung machen müssen und das freut mich für ihn natürlich sehr. Aber wir alle wissen, dass das halt nicht die Norm ist. Zum Glück haben wir, also meine beste Freundin, dieses Problem auch noch nicht gehabt. Das Einzige, was wir hatten, waren auf der Hochzeit blöde Blicke von etwas älteren Herrschaften. Aber sonst zum Glück auch nichts. Aber man vergisst das ganz, ganz schnell, dann darüber nachzudenken. Und auch meine Freundin und ihre Frau sagen oft, wir vergessen, dass wir eigentlich auch Teil davon sind. Einfach, weil das für uns total normal ist. Und das ist sehr, sehr schön, dass das mittlerweile so ist. Aber vor allen Dingen die Menschen, für die sich der Verband einsetzt, hatten das nicht so erfahren. Und das ist echt schade, muss ich sagen.
Und wir machen uns viel zu wenig Gedanken darum, finde ich. Deshalb finde ich das sehr, sehr schön, dass Maxim diesen Hintergedanke bei der Box hatte, dass er nicht gesagt hat, okay, wir machen einfach eine Pride-Box und alles ist toll und yippie und yay, sondern er hat auch wirklich sich dabei was gedacht und das fand ich sehr, sehr gut. Ich werde euch auf alle Fälle das Video von Maxim unten verlinken und hier oben in dem i, denn Maxim kann das nochmal ein bisschen besser erklären. Wir sind hauptsächlich da, um euch die Message der Box zu überbringen, um euch die Marken zu zeigen, um euch die Produkte zu zeigen und sie mit euch zusammen zu benutzen. Falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das sind die Produkte in meinem Gesicht. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich Teil sein durfte und vor allen Dingen, dass ich auch an dem Call mit Maxim teilnehmen durfte. Das hat mich sehr, sehr gefreut, das aus seiner Perspektive zu hören und von ihm das erklärt zu bekommen. Und ja, dann kam die Box heute via Express bei mir an. Ich hoffe, dass ich es heute Nacht hinbekomme und das Video noch schneiden kann, dass ich es gleich morgen Mittag online stellen kann. Viele sind auch heute schon online gegangen, aber so schnell bin ich leider nicht. Und ja, also die Box an sich kommt in der ganz normalen Purish-Verpackung. So, die Box ging auch schon online. Ich lasse euch natürlich auch den Link zur Box wieder unten in der Infobox. Ganz klar. Die Box wird 99 Euro kosten, hat aber, glaube ich, einen Wert von 180 Euro oder 160 Euro, bin mir gar nicht sicher. Und in der Box habt ihr mehrere Sachen drin. Unter anderem ist es dieser coole Aufkleber, den werde ich natürlich weiter verschenken. Dann das coole Shooting-Bild und da ist auch nochmal eine Message drin für alle. Und dann ganz wichtig, der Flyer vom Bundesverband Trans. Und da ist auch, wie gesagt, ein QR-Code drauf, den könnt ihr scannen und dann bekommt ihr das Ganze auch nochmal aufgerufen, etc. etc. Hier wird alles nochmal erklärt. Ich lasse euch alles da. Ich blende euch auch hier nochmal die Webseite ein. Also schaut da auf jeden Fall vorbei und informiert euch. Dann haben wir hier eine Karte von Maxim. Auch mit einem QR-Code scannen gelangt ihr zum Tutorial für diesen Look. Very nice, very nice. Und auch hier hinten sind nochmal die einzelnen Marken drauf. Und da wird euch zu den Marken nochmal einiges gesagt. So, dann kommen wir zu einem schöneren Teil. Also, I don't know. Am besten, ich weiß tatsächlich nicht genau, wie man das am besten so rüberbringt. Also please have patience with me. Der schönere Teil für euch ist natürlich, dass eine Lidschattenpalette da drin ist. Und zwar ist das die Nude Prism Palette von Luna Beauty. Und wer nicht hinter dem Mond lebt, hat mitbekommen, dass die Palette schon seit einigen Wochen auf dem Markt ist. Ich dazu auch ein Video hochgeladen habe und das hier ist meine Palette und die Palette wird aber in der Box sein. Da ich nicht zwei Paletten brauche, werde ich eine Palette an euch verlosen, also natürlich die neue, die ungenutzte, die werde ich an euch verlosen und zwar auf Instagram. Schaut da auf jeden Fall vorbei, da werde ich einen kleinen Post machen, der dann für 48 Stunden, denke ich, online bleiben wird und ich werde ein Produkt an euch verlosen, das für mich leider nichts ist und zwar von Nabla, der brandneue Angel Aura Serum Primer. Das ist dieser hier. Der sieht sehr, sehr schön aus, hat einen leichten Glow, ist auf jeden Fall auch ein Weichzeichner, ist ein sehr, sehr schöner Primer, aber ist für jemanden wie mich mit öliger Haut, großen Poren, Hautflecken und so nicht so super. Deshalb werde ich ihn abgeben, bevor er einfach hier rumsteht und nicht wirklich benutzt wird. Und auch dieses Schätzchen, wie gesagt, könnt ihr gewinnen. Also diese zwei Sachen gehen an einen Gewinner, den ich dann über Instagram finden werde. Und um das Ganze so ein bisschen cheeky zu machen, habe ich das auf Instagram auch schon bekannt gegeben. Und um zu erfahren, was man gewinnen kann, muss man natürlich in dieses Video einschalten. Denn ich möchte so viel Aufrufe wie möglich haben, dass die AdSense hochgehen und die AdSense werden dann gespendet. Deshalb würde ich mich sehr freuen, wie gesagt, wenn ihr ja einschaltet. Aber da ihr ja jetzt schon eingeschaltet habt, brauche ich darüber auch nicht weiterreden. Ich zeige euch natürlich nachher, wenn ich das Ganze benutze, auch nochmal, was drinne gewesen ist. Aber ich sage es euch auch jetzt einfach am Anfang schon mal. Und zwar ist noch drinne von Love das Set and Refresh Universal Powder. Dieses Puder ist ein Setting Puder, also ein loses Puder, das sich aber nass auf der Haut anfühlt. What? Ja, also das hat sich auf jeden Fall richtig interessant angefühlt. Es hat aber ein ganz, ganz tolles Finish hinterlassen. Also es ist nicht zu trocken, es ist aber auch nicht glowy oder so. Hat mir sehr gut gefallen, werde ich definitiv behalten und auch weiter benutzen. Und dann haben wir drinne von Made by Mitchell einen neuen Blush Lights. Die sind ja neu. Bei mir war die Farbe Champagne Spray mit drinne und ich habe ihn als Lidschatten benutzt, aber er rutscht sehr in die Falte. Deshalb muss ich da noch ein bisschen rumprobieren. Er ist auf jeden Fall auch als Blush, als Highlight. Ihr könnt ihn für alles benutzen. Es ist ein Multi-Use-Product.
Dann haben wir drin von Maxims eigener Marke, von Giacomo, den Microfiber Multitool. Das ist dieses tolle Stück hier. Da sind zwei Stück drin. Ich werde eins auf jeden Fall zum Abschminken benutzen, denn ihr braucht dann kein Zusatzprodukt mehr, sondern ihr macht einfach dieses tolle Teil hier nass und schminkt euch ab. Fertig. Ich werde aber auch eins behalten, um Puder aufzutragen, weil das einfach schön groß ist und das super funktioniert. Und die hatte ich noch nicht, deshalb das werde ich auch behalten. Dann haben wir drinne von Catrice die Glam & Doll False Lashes Mascara. Das hier ist die Waterproof Version. Dann haben wir auch von Catrice den Generation Plump & Shine Lip Gloss. Trage ich, wie gesagt, auch jetzt gerade. Das hier ist die Farbe Dusty Rose Quartz. Dann, was richtig, richtig nice ist, von Danissa Maverick haben wir einen von den Multichromes drin. Und das ist die Pride Edition. Also der sieht ungefähr so aus. Auch richtig, richtig cool. Konnte ich jetzt heute zu dem Look leider nicht benutzen. Aber es ist ein sehr schönes Produkt, werde ich auf jeden Fall benutzen. Ich mag auch diese Teile echt sehr, sehr gerne. Und last but not least, I think so, haben wir von Suva einen Hydra FX Liner in der Farbe Lustre Lilac. Also das ist so ein glänzendes, metallisches Finish in diesem Lila und das sieht ja wohl richtig nice aus. Ich hätte zwar richtig Lust gehabt, das so ein bisschen als Liner noch zu benutzen, muss aber heute noch zur Physiotherapie und habe gedacht, so ganz als Clown möchtest du dann heute doch nicht dahin, weil da sind auch andere Menschen. Deshalb werde ich das jetzt leider nicht benutzen. Aber auf jeden Fall echt schöne Sachen da drinne und das Highlight natürlich, finde ich ganz klar, sind diese zwei Sachen hier, denn sie sind beide auch relativ neu und auch sauteuer. Und deshalb auch richtig schön, dass sie in der Box dabei sind. Das sind auf jeden Fall alle Produkte, die in der Mystery Box drin sind. Ich glaube, dass die Farbe der Blush Lights variieren kann. Bin ich mir aber nicht sicher. Genauso auch bei dem Lipgloss von Catrice. Ich glaube, dass der Rest farblich abgestimmt ist auf jeden Fall. Dass es nicht zu verschieden ist in der Box. Dass man ja sagt, scheiße, ich wollte aber die Farbe. Sondern dass es halt wirklich relativ einheitlich ist. Was ich auch sehr schön fand, hat er erzählt, er wollte jetzt nicht Marken haben oder er wollte keine Produkte drin haben, so einen blauen Lip Liner und einen grünen Lippenstift oder also so ganz verrückt einfach, sondern er wollte schon, dass es wirklich für jeden nutzbar ist und dass es auch im Alltag gut funktioniert. Und das ist definitiv, finde ich, der Fall. Finde ich eine richtig tolle Sache von ihm, weil so ein bisschen hatte man auch Angst, als man Pride Box gehört hat, weil ich so dachte, okay, es wird auf jeden Fall ein bunter Look dann. Aber ja, ich fand das richtig, richtig toll und ich bin immer noch total baff, dass Purish und Maxim diese zwei Produkte hier reingelegt haben, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also vor allen Dingen mit der Lidschattenpalette habe ich nicht gerechnet. Das war ja auch so ein Thema, dass sie diesen Restock von der Palette halt hinbekommen haben und so. Und also das fand ich auf jeden Fall richtig nice von ihm, diesen Hintergedanke, den er dabei hatte. Tut mir einen großen Gefallen, schaut auf jeden Fall bei Maxim im Video rein, denn er kann euch das nochmal viel, viel besser erklären. Er ist auch viel mehr in dem Thema drin. Es betrifft ihn auf eine Art natürlich auch selbst. Aber ich glaube, er kann das viel besser rüberbringen. Vor allen Dingen ich jetzt, ihr wisst, ich habe eh sowieso Angst, was Falsches zu sagen. Dann weiß ich nicht genau, wie sagst du das, dass du auch jemandem nicht auf die Füße trittst und so. Also das ist für mich richtig, richtig schwer, da irgendwie die richtigen Worte natürlich zu finden. Es soll aber auch nicht zu aufgesetzt sein. Ich wollte auch nicht einfach irgendeine Scheiße ablesen oder irgendwas nachsprechen, sondern ich wollte euch das so erzählen, wie die Erfahrung war, die ich vor allen Dingen mit Maxim hatte. Und wie gesagt, das war ein sehr, sehr schöner Videocall. Es hat mich sehr gefreut. Aber man hat auf jeden Fall bei allen Teilnehmern gesehen, als er dann von dem Verband erzählt hat und vor allen Dingen von diesem Gesetz erzählt hat, wie uns allen alles aus dem Gesicht gefallen ist. Also ich glaube, zwei haben sogar Tränen in den Augen gehabt, aber es war auf jeden Fall so, dass es einem echt, das hat einem, also ich, wie gesagt, ich habe davon noch nie gehört. Ich schäme mich auch so ein bisschen dafür, dass ich das noch nie gehört habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe aber auch noch nie jemanden drüber sprechen gehört. Also irgendwie, I don't know. Also wie gesagt, ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn ihr bei ihm vorbeischaut. Wenn ihr die Box kauft, weil wie gesagt, von der Box werden nochmal 5 Euro gespendet, von Purish ausgesehen. Ich werde was spenden. Bitte klickt in das Video ordentlich rein oder schickt das weiter, dass Leute es einfach anklicken und mindestens 20 Sekunden drinne bleiben. Hauptsache, dass das AdSense hochgeht. Alle Links findet ihr unten in der Infobox. Wie gesagt, die Box ist noch erhältlich. Ich habe gehört, dass schon die Hälfte der Boxen ausverkauft sein soll. Mein Code LISA15 ist auf die Boxen auf jeden Fall gültig. Ich glaube sogar, dass ihr aktuell 20% mit dem Code auf die Box spart. Bin ich mir aber nicht genau sicher. Ich werde euch auf jeden Fall einmal hier einen
Screenshot einblenden von der Box mit meinem Code, wie der Preis dann ist. Ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Box. Vielen Dank, Purish, dass ihr mich dabei haben wolltet. Vielen Dank, Maxim, für dein Vertrauen. Und dann kommen wir jetzt zum Tutorial-Teil und ich werde euch ein paar Produkte in Action zeigen. Um an diese zwei Sachen zu kommen, bitte kommt auf meinen Instagram-Account. Da werde ich etwas posten, um euch zu sagen, wie ihr die Produkte gewinnen könnt. Dann viel Spaß beim weiteren Video. Lasst mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben da am Ende. Und falls du mich da schaust, bist du noch kein Abonnent. Bitte abonnieren. Gut, Leute, dann viel Spaß beim Tutorial-Teil. Man sieht sich. Und dann haben wir hier die Box. Wie gesagt, meine ist jetzt halt noch ganz toll einsortiert. Also so sieht das jetzt gerade da drin aus. Oben auch die ganzen Flyer drauf und der Aufkleber. So, und dann kommen wir auch schon zu dem ersten Produkt, weil dazu muss ich euch was erzählen. Und zwar ist hier drin etwas ganz Krasses, wie ich finde. Und zwar die Lidschattenpalette, die brandneue Nude Prism Palette von Luna Beauty. Das ist dieses wunderschöne Exemplar hier. Dazu ging ja erst kürzlich ein Video auf meinem Kanal online. Das heißt, ich habe diese Palette ja schon. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, wer die hier bekommt. Und zwar ihr. Die Verlosung dafür wird auf Instagram stattfinden. Das werde ich euch aber dann gleich nochmal genauer erzählen. So, dann lege ich jetzt mal alles hier raus und dann lassen wir die Palette in Ruhe da drinnen liegen. Ja, mit der Palette würde ich tatsächlich auch starten. Noch nicht lange gesprochen und schon wieder ein Frosch im Hals. Also ich werde mit der Lidschattenpalette starten, einfach weil ich das zuerst in meinem Gesicht machen werde, damit ich keinen Fallout oder so später auf der Foundation habe. Eine ganz tolle Palette und da werde ich hauptsächlich die matten Farben benutzen, denn wir haben von den neuen Blush Lights von Made by Mitchell einen Shade drin. Und das ist dieser schöne Shade hier. Und zwar Champagne Spray. Ich weiß leider nicht, ob alle Champagne Spray haben werden oder ob der auch variiert, weil bei Maxim im Video war es ein pinker Ton. Also pinker noch als dieser hier. Das ist ja so ein ganz toller Champagnerton einfach. Und den werde ich als Liquid Eyeshadow benutzen, einfach weil mir das für hier zu extrem ist. Und ja, so werde ich jetzt, wie gesagt, starten. Ich werde hauptsächlich die matten Farben aus der Nude Prism Palette benutzen. Eine große Liebe, wie ihr seht, sie ist auch gut schon benutzt worden in letzter Zeit. Und ich kann mich immer auf sie verlassen. Deshalb werde ich das jetzt gerade mal machen. Und dann bin ich gleich wieder da, weil, wie gesagt, ich habe ja ein eigenes Video dazu hochgeladen. Kannst du bitte auf mich fokussieren? Ein eigenes Video dazu hochgeladen, deshalb werde ich da jetzt nicht zu in-depth sein. Den Look seht ihr ja dann jetzt gleich, wie gesagt. Und dann werden wir zusammen den Blush Light benutzen. So, das ist dann bisher erstmal der Augenlook. Und dann machen wir jetzt, wie gesagt, weiter mit dem Made by Mitchell Blush Lights in der Farbe Champagne Spray. Und bin schon sehr gespannt, wie der worked. Und den trage ich mir auf den Handrücken auf. So sieht die Farbe dann aus. Eine sehr, sehr schöne Farbe. Kann ich mir, wie gesagt, auch sehr gut als Liquid Highlighter vorstellen, muss ich sagen. Und den trage ich jetzt mit dem MAC 242S Pinsel auf mein Augenlid auf. So mit dem Pinsel, wie gesagt. Und dann gucken wir doch mal, ob das aus aussieht. Und ich glaube, den kann ich sogar auch noch toppen mit einem Eyeshadow aus der Palette dann. Und dann nehme ich die Farbe Expose. Das ist dieser hier. Und gebe den ein bisschen drüber auf. Ist auf jeden Fall ein bisschen wärmlicher. So, Dille. Dann gucken wir doch noch mal weiter. Dann haben wir hier auch von Suva einen Hydra FX Liner drinne. Und die Farbe Lustre Lilac Chrome. Also auch noch mal eine tolle Farbe. Schauen wir uns die doch mal kurz an. Ich kriege nie diese Verpackung auf, ohne dass dieser Rand einreißt bei mir, gell? Don't judge me. Let's take a look. Auch richtig geil. Kann ich aber heute, glaube ich, nicht benutzen. Oh, ist auch so eine tolle. Oh, wow. Hätte ich zwar Bock, aber
Kann ich heute aus einem gewissen Grund nicht tun. Also auf jeden Fall, das ist die Farbe, die bei mir drin war. Lilac, Lustre Lilac, ein Chrome. Aber werde ich definitiv benutzen und mal damit was Schönes zaubern. Dann haben wir noch von Danessa Maverick Beauty ein Infinite Chrome Flake in Multichrome. Also das ist auch so eine Pride Edition. Auch ganz, ganz toll. Passt aber jetzt leider auch nicht zu meinem Look heute. Aber ich mag diese Multichrome von der Marke sehr, muss ich sagen. Und die Farbe. Oh mein Gott. Wow. Hammergeil. Also das sieht ja richtig schön aus. Mensch. Krass, hey. Also auch richtig interessant. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir mit der Complexion weiter, weil der Look kann heute leider nicht zu abgespaced sein. Und da habe ich jetzt auch ein kleines Problem, aber Kati hat mir zum Glück auch heute schon, ich habe mit dem Dings hier gespritzt übrigens, mit den Flakes, einen kleinen Struggle gehabt. Kati hat mir geholfen und hat auch mit Maxim kommuniziert, denn in seinem Video benutzt er ja auch die Produkte und er sieht wie immer absolut Hammer aus, aber Kathi hat auch gesagt, nimm ihn dir nicht als Beispiel, denn man ist nicht normal, was Haut betrifft. Und zwar ist drinne der absolut neue Primer von Nabla. Das ist der Angel Aura Radiant Plumping Serum Primer. Und wie gesagt, es hat so einen Glass Skin Effekt. Und mit öliger Haut habe ich davor echt ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Und man sieht hier auch einfach schon, da drinne ist so ein bisschen Schimmer, sieht so ein bisschen aus wie ein Liquid Highlighter. Und das ist für mich natürlich der Endgegner. Ich werde für das Video das vor allen Dingen hier außen auftragen, werde aber noch einen anderen Primer benutzen und auch diesen Primer an euch verlosen. Er ist dann quasi benutzt, aber es hat zum Glück einen Pumpspender. Also es ist nicht so, dass ich da reinfassen muss. Ich werde mir ein kleines bisschen abmachen und euch dann verlosen. Wenn das jemand nicht möchte, dann sagt bitte Bescheid. Aber das wäre einfach zu schade, den dann hier zu lassen und nicht zu benutzen. Deshalb wird er verlost werden und ich hoffe an jemanden, der ihn dann gebrauchen kann und auch gerne benutzen möchte, weil er sieht echt sehr, sehr schön aus, aber ich glaube, bei mir einfach wird das nichts. Also ihr seht ja, ich habe jetzt einfach meine Tagespflege drauf und ich glänze so schon und das wird in der Stunde nicht besser werden. Deshalb werde ich ihn jetzt nur hier außen auftragen und trage hier einfach einen porenfüllenden Primer auf. So, sieht er dann aus. Hat so ein bisschen was von den Unicorn Drops, finde ich. Und den trage ich dann hier, wie gesagt, auf. So am äußeren Rand. Das sieht zumindest nicht so schlimm aus, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe es mir etwas schlimmer vorgestellt. Ja, riecht so ein bisschen wie so Luxurious Sunscreen. Schadet nichts, wa? So, Foundation, Bronzer, Concealer sind drauf. Dann tragen wir jetzt von Love das Set and Refresh Settings Puder auf. Und das mache ich mit dem Schwamm. Ihr wisst, ich bin da ein großer Fan von. Und das fühlt sich auf jeden Fall nass an. Das ist ein bisschen creepy. Das soll so einen Cooling-Effekt haben. Und das Ganze fühlt sich ja dann immer so ein bisschen nass an. Oh Gott. Krass. I don't understand this. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr weich. Fühlt sich schon mal sehr gut an. Great! Auf jeden Fall ist die Verpackung richtig cool. Da ist, also es ist so mit so einem Netz. Das mag ich ja eh, wenn so ein Netz darüber ist. Und dann könnt ihr das auch nochmal zumachen. Und es ist auch ein kleines Puff dabei. Ein kleines Powder Puff. So, Lash sind drauf. Werde scharf. Arbeite was. Hier bin ich.
Lashes sind auf jeden Fall drauf und ich habe, wie gesagt, nicht so sehr auffällig, weil ich halt noch heute in die Praxis muss. Ich habe einen Lip Liner aufgetragen und dann haben wir als Lippenprodukt drinne von Catrice den Generation Plump and Shine Gloss. Meiner ist in der Farbe Dusty Rose Quartz. Der sieht so aus und den gebe ich jetzt über den Lip Liner drüber. Ich bin ein Riesenfan von Catrice Lippenprodukten, wie ihr wisst. Ich habe auch den Volumizing Plumper hier. Und von den neuen Vitamin 5, glaube ich. Oder 3, bin mir gerade nicht sicher. Luxurious. Also ich habe keinen Highlighter aufgetragen, weil ich wissen möchte, wie der Primer für mich funktioniert. Ich kann ihn hier auf jeden Fall etwas erkennen im Spiegel. In der Kamera, glaube ich, kommt es überhaupt nicht so rüber. Und das ist jetzt mein fertiges Face. Ihr Lieben, das ist mein fertiger Look. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich hoffe, ich konnte die Message einigermaßen rüberbringen. Ich habe jetzt während dem Fertigmachen nicht viel darüber gesprochen, weil das sollte so ein bisschen nebensächlich werden und ich wollte die Box eher erklären am Anfang. Schreibt mir gerne, wenn ihr euch die Box bestellt habt. Also wie gesagt, so ziemlich alle, die einen Code bei Purish haben, dieser Code funktioniert auch auf die Box und somit natürlich auch meiner. Das ist Lisa15. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr den benutzt. Und das AdSense von diesem Video werde ich an die Organisation, die Maxim ausgesucht hat, spenden. Deshalb würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ihr, wie gesagt, einschaltet oder wenn ihr das auch gerne weiterempfehlt. Das Hauptsache, so viel wie möglich Klicks natürlich reinkommen, dass ich das Geld weiterleiten kann. Und das Ganze spielt natürlich auch mit dem Giveaway ein bisschen zusammen. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Schaut bei Maxim nochmal vorbei. Und wie gesagt, sagt mir gerne Bescheid, ob ihr euch die Box auch gönnt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Also bleibt gesund, meine Hübschen. Bis dann. Mua. Tschüss. Macht's gut.